Ich habe nichts damit zu tun, sage ich jetzt schon mal. Das war keine Nuke von mir, wirklich nicht. Ja, ja, ja. Jo, Jungs, willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Neuland. Und ihr fragt euch bestimmt überhaupt, fragt euch überhaupt noch, Leute. Wir haben jetzt, wie lange haben wir keine neuen Folgen Minecraft Neuland hochgeladen, Simon? Ich glaube nur eine Woche, weil wir haben ziemlich viel vorgedreht. Wir haben insgesamt über 40 Tage nicht mehr aufgenommen. Weil wer es nicht mitbekommen hat, Minecraft Neuland war ja das Projekt, was wir schon vor der Longmore-Tour begonnen haben und dann während der Longmore-Tour vorproduziert haben. Insgesamt 40 Folgen und dann waren wir einfach noch länger auf der Longmore-Tour und dann gab es jetzt ein paar Tage lang keine Folgen. Jetzt sind wir zurückgekommen und wollten hier einfach weiter aufnehmen und was ist passiert? Was ist passiert hier unten mit unserem schönen Neuland? Das hier ist passiert. Ich habe nichts damit zu tun, sage ich jetzt schon mal. Das war keine Nuke von mir, wirklich nicht. Ja. Musst du gar nicht lachen. Es ist ein Meteor eingeschützt. Ihr glaubt mir vielleicht nicht. Ihr sagt vielleicht, ja, bestimmt, wahrscheinlich ist einfach nur euer Server, weil ihr den nur 30 Tage bezahlt habt und dann wart ihr weg und habt das nicht gemerkt, dass der dann gelöscht wurde und deswegen ist die Map weg gewesen. Aber nein, Leute, das stimmt nicht. Es ist ein Meteorit eingeschlagen, wie ihr da unten sehen könnt. Und es hat alles zerstört, was wir haben. Ja. Aber wir haben unsere wichtigsten Sachen gerettet. Also ich zumindest. Ich weiß nicht, was du... Ich habe mir zwei fette Rucksäcke gepackt. Ich habe meine ganze Magie gerettet. Und kurz bevor wir... Also die letzte Folge, die wir aufgenommen haben, war auf meinem Kanal. Und dort habe ich ein Paradies gefunden, so ein Dschungelparadies. Und ich habe denen das schon gesagt, guck mal, wenn hier alles zerstört ist, wenn so ein Schicksalsschlag uns trifft und dann ein Meteorit sich mitten in unser Herz bohrt, in die Zentrale, in unser Hauptquartier in Neuland selbst, wenn sich ein Pfeil da reinbohrt, dann müssen wir Konsequenzen ergreifen. Ja, wir müssen einen Wohnneustart beginnen. Ja, und das ist auch ganz gut eigentlich, weil... ich denke mal, während der Longmore-Tour sind so viele neue Zuschauer bei uns beiden dazugekommen und das ist vielleicht jetzt auch für die Leute, die noch gar nichts damit zu tun hatten, ein kleiner Neuanfang. Für die Leute, die jetzt schon dabei sind, die alten Neulandhasen, die kennen es schon aus. Das ist der Neustart von Neuland. Das ist so und wir suchen jetzt ein neues Neuland, beziehungsweise wir wissen schon, in welche Richtung es geht. Ich hoffe, du hast die wichtigsten Sachen mit dabei. Also ich hab die wichtigsten Sachen, die habe ich dabei. Ich habe meine ganzen Magiesachen dabei und ja, wie Dina schon gesagt hat. Wir mussten ja in Eile gerade packen, also ich hoffe, wir haben jetzt nichts vergessen. Wir sind nur zwei Rucksäcke dabei. Ich hoffe, wir haben nichts vergessen von den wichtigsten Sachen. Weil wir mussten uns echt beeilen, als ein Meteorit eingeschlagen. Ja, und es war wirklich ein Meteorit. Es war nicht, weil ein Server nur 30 Tage prepaid läuft und wir sind 40 Tage weg gewesen und das hat keiner dran gedacht, den Server zu verlängern. Nein, es war ein Meteorit wirklich. Wenn ihr das nicht glaubt, dann lasst mich doch in Ruhe. Ja. Lasst mich in Ruhe. Dina, wo bist du eigentlich? Ich gehe da hier runter zum Wasser. Ist ein Wasser runtergegangen? Ich entferne mich von Neuland. Neuland ist nichts mehr. Aber wo bist du? Wo bist du runtergegangen? Ja, hier direkt an der Seite. Achso, ja, warte. Ich komme mit. Bin am Wasser. Ja, genau. Schon. Komm zu dem Wald. Komm zum Wald. Okay. Hast du ein Boot? Scheiße. Nein. Hast du Holz mitgenommen? Nein, ich auch nicht. Ich hab Holz. Echt? Perfekt. Ja. Ich hab eine Crafting-Mensch mitgenommen. Die magst du doch. Ja, komm her. Perfekt. Ich zeig dir, wo der Dschungel war. Dort habe ich das Pferd gefunden, was jetzt auch vom Meteoriten erschlagen wurde. Das Pferd war wahrscheinlich der Anfang allen Übels. Der Unglücksbringer. Meine Angst vor Pferden ist nicht unbegründet. Kaum mache ich irgendwas mit einem Pferd, Dena, ist direkt du rennst alles in die falsche Richtung. Danach. Du rennst in die falsche Richtung, Dena. Entschuldigung. Komm nochmal zum See. Zum Wald kommen. Nein, komm zum See. Ich bin am See. Hä? Komm zum Wald. Ich bin am Wald und am See. Ich bin am Wald und am See. Ach, ja, jetzt, ich sehe dich. Du bist in der Nähe. Warte, du guck auf die kleine Minikarte, falls du sie anhast. Ja, habe ich. Guck mal, ich bin da. Oh, hey. Hello. Hallo. So, komm mit, ich zeig dir den Weg zum Paradies, weil das ist nämlich das wahre Neuland. Wir hatten zwar ein wunderschönes Tal-Neuland, aber jetzt geht's zum Paradieso-Neuland. Okay. Ja, es gibt viele Neuländer. Ich bin gespannt, Simon, was du mir jetzt zu zeigen hast. Ich bin gespannt, ob das wirklich... Ja, das wird einem... Weißt du, Neuland war meine große Liebe, sozusagen. Es wird einem Neuland würdig, sage ich dir. Ja, okay. Und die Sache ist die, ein Ende ist auch immer ein neuer Anfang. Ah, ne? Okay. Und vor Neuland ist nach Neuland. Nee, nach Neuland ist vor Neuland, ne? Ja, so ja. Wahrscheinlich, oder? Oh, ich muss eben kurz was scannen. Was scannen? Oh, hab was gescannt. Gut. Du Magier. Ich habe nämlich auch bei dem ganzen Meteoriteneinsturz habe ich ein paar Meteoritensteine auf den Kopf bekommen und dann habe ich ein paar von meinen Zauberfähigkeiten habe ich verloren. Ah. Oh, ein Magic Creeper. Oh, Vorsicht. Nein. Oh. Hä, ich habe das Mana Vortex, glaube ich, gescannt. Hey, was passiert? Ich weiß nicht. Egal, komm mit. Ja, mir sind diese Dinger nicht geheuer.
wir haben ja einige Folgen, wie gesagt, vorgedreht gehabt und die Folge 31 war es, glaube ich, die wahrscheinlich viele von euch in Erinnerung haben, in der Dena mich erschreckt hat. Ja. Und ich hatte extra gesagt in der Folge, bitte erinnert mich daran, und die während der Longo-Tour, meine Kommentare waren überall voll mit Erinnerungen, bitte schau sie an. Ich habe mir die Folge extra nochmal angeschaut. Mega witzig. Das ist schon mal sehr gut. Wir müssen hier rüber. Über ja. diesen Berg müssen wir. Okay. Ja, es gibt eine Faustregel. Ja. Neuländer sind prinzipiell hinter Bergen. Alles klar, okay. Ist ja eine logisch, gute Idee, ne? Simon. Aber kann man einmal machen. Ja. Aber also, man kann Neuland einmal mit einem Meteor zerstören, aber zweimal lieber nee. Nicht. Das sind neue Insider, Leute. Die haben wir während der Longboard-Tour alle uns angeeignet. Die müsst ihr noch, auf Dauer müsst ihr die noch jetzt die müsst ihr ertragen, verstehen. Ja. Ja, die werden ein, aber die waren, glaube ich, nie in irgendeinem Video drin, oder? Nee, das waren immer unsere privaten Insider mit Cheng, Ju, Dena, Mia. Ich kann euch mal kurz den Hintergrund von dieser Geschichte erzählen. Also, wir waren einmal, in der Therme schwimmen. Da gibt es auch zwei Videos von, einmal von denen und einmal von mir. Und in dieser Therme, und von Ju und von Cheng natürlich auch. Ich glaube, jeder hat die Videos aufgenommen. Ja, ich glaube schon. Weil der Dena und ich haben so eine Action-Cam und Cheng und Ju haben die sich ausgeliehen. Deswegen hat jeder von uns so ein Video aufgenommen. Die Sache ist die, diese Therme war so schön, da sind wir abends noch hingegangen, obwohl wir total kaputt waren. So, und dann waren wir abends halt da und das war so cool, dass die Jungs gesagt haben, oh, morgen früh. So wie jetzt gerade, jetzt sind wir auch gerade richtig kaputt und waren richtig genervt davon, dass dieser Meteorit da eingeschlagen ist, ja. Und unsere ganze Stadt zerstört und alles zerstört, aber trotzdem haben wir uns jetzt noch rangemacht hier, haben uns die wichtigsten Sachen zusammengesammelt und machen uns jetzt auf die Reise zum neuen Neuland. Noch Rucksäcke geschnürt. Ja. Liste, Leute, wir haben es gemacht, ja, damit wir umziehen können, um einen man neuen muss, manchmal Neustart muss man weitermachen, damit es weitergeht im Leben. Ja, und manchmal muss man aufhören, damit man aufhören kann. Ja, auf jeden Fall war es mit der Therme so. Ich hab dich verloren. Ich warte auf dich. Hier hinten. Auf jeden Fall war es mit der Therme so, dass wir da halt drin waren. Hier hinten, guck auf die Karte. Und das war sehr schön. Ich muss die Karte irgendwie größer machen, sonst ich bin so... Ah, da, das, hier. Wie mache ich die größer? Ist da irgendwie so ein Knopf? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht genau. Gucken wir in der nächsten Folge. Komm jetzt erstmal mit, bevor es dunkel wird. Weil wenn es dunkel wird, dann finden wir Neuland niemals. Stimmt. Okay, erzähl weiter. Also. Und es war so schön halt, dass sie gesagt haben, ja, morgen früh nochmal. Aber ich hab ja Dreadlocks, ja. Und ich bin immer, ich sag mal so, jetzt nicht unbedingt... Oh nein, mein Mikro ist abgeschissen. Nein, doch nicht. Tschüss weiter. Oh. Tschüss. Lass mal ganz kurz gucken, was hier drin ist. Ja. Eine Kiste. Hier ist eine Kiste drin. Spawner Monster, diesen Dinger. Ich hab da gerade ein bisschen Angst vor allem, was irgendwie so komische Farben hat und alles. Oh, Stuff of Traveling. Haha, ich hab den Travel Stuff geklaut. Ja, und weißt du was? Ich fliege jetzt zu Neuland. Tschüss. Nein, Spaß. Oh, ouch. Das war wohl nichts. So, nee. Auf jeden Fall habe ich dann gedacht, okay, wenn ihr morgen nochmal da hingeht, also es war ja heute sehr schön, aber morgen nicht nochmal. So, und das hat mir keiner zugehört, ja? Und da habe ich das nochmal gesagt, so. Doch, wir haben dir zugehört. Wir haben das registriert und haben alle gesagt, okay, ja. Da hinter diesen Bergen. Okay. Dahinter, siehst du die Berge am Horizont? Da muss Neuland sein. Auf jeden Fall habe ich das dann ganz oft gesagt, so, ja, es war ja schön heute, war eine gute Idee, da reinzugehen, aber nicht nochmal morgen. Nein, nicht noch ein zweites Mal. Und das war dann irgendwann. Aber heute war es eine gute Idee, oder? Aber es war eine gute Idee, aber nicht noch ein zweites Mal. Auf jeden Fall ist das zu einem Insider geworden, so lange Rede, kurzer Sinn. Warte, machen wir uns eben Boote. Ja, weil wir dann angefangen haben, ihn zu fragen, ja, aber heute war eine gute Idee, aber morgen nicht. So, ich sehe die Berge gar nicht. Du siehst die Berge nicht, hast du nicht so eine weite Reichweite. Das war echt schon eine richtig lange Geschichte und das Ende war einfach so richtig so boring von so. Nimm doch die Boote, Mann. Aber wir sind halt so ein bisschen bekloppt und ihr müsst ja auch wissen, während so einer Longboard-Tour. Wir machen jetzt die Longboard-Tour, komm. Ah, habe ich schon gemacht während der Longboard-Tour, habe ich auch eine Longboard-Tour gemacht, als wir an der, ich habe den Namen vom Fluss vergessen, aber als wir irgendwo da waren, Donau oder so. Wow. Da habe ich ein Boot gefunden und bin mit dem Boot gefahren. Das kann man bei Instagram sehen. Kann man einmal machen mit dem Boot fahren, aber nicht noch ein zweites Mal. Ich habe es auch nur einmal gemacht. Ist gut. Ja, ist stark. Ich glaube, jeder Insider ist immer noch besser als das, was Dena vor der Longboard Tour die ganze Zeit in Neuland gemacht hat. Wisst ihr das noch? Wahrscheinlich ist es besser, oder? Jo, wahrscheinlich die ganze Zeit. Okay, diese Berge müssen wir erklimmen. Ja. Ich habe aber nicht gesagt, jo, wahrscheinlich. Ich habe immer nur wahrscheinlich gesagt. Wahrscheinlich, oder? Ja, das weißt du gar nicht, was du genau gesagt hast, glaube ich. Wahrscheinlich weiß ich das noch. Der Dirt ist zu hart, da kommen wir nicht hoch. Shit. Hä? Den kann man nicht richtig abbauen. Der ist stark. Der ist stark. Oh, Mist. Der ist stärker als unsere Hand. Oh, hier. Wir müssen irgendwie hochklettern, Dena. Schaffst du das? Ja, pass auf. Guck mal, ich zeig's dir. Oh, und? Ist stark. Ist schneller vor allem. Ja, ist komm. Oh. Ja, wer ist jetzt schneller? Cheater.
Komm mit. Scheiß Cheetah. Ja, ich komme dir nach. Was sind denn das für Bäume hier? Hier, das sind die Bäume, die zeigen. Pinienbäume sind das. Die Bäume weißt zeigen. Du, was richtig lecker ist? Pinienkerne? Ja, gibt's immer bei Restaurants, möchte ich am Namen nicht sagen, weil Schleichwerbung ist. Hey, hey. Bei welchem Restaurant? Papiano. Echt? Aber nicht nur, gibt's auch woanders, aber da ist das am häufigsten. Wenn so richtig lecker, so geröstet in Salat oder in Nudeln dran oder sowas. Mm. Ist lecker. So, auf jeden Fall. Aber nicht zweimal. Einmal kann man die Pinienkerne essen, aber nicht zweimal. So, diese Bäume, diese Pinien hier. Aber aber Kühe sind Wiederkäuer, die essen die zweimal. Boah, nee, das können die doch nicht machen. Einmal kauen, ja. Aber zweimal? Lieber nicht. Okay, wo ist das Paradies, mein Lieber? Wir laufen jetzt schon richtig lange und, ja, und es wird einfach immer schlechter. Wir sind jetzt bei getrockneten Dirt schon. Ja, oh, aber wir sind komplett im verseuchten Gebiet. Ja, das heißt, weißt du, bei unserem alten Neuland, natürlich. Bei unserem alten Neuland war auch verseuchtes Gebiet. Das ist wie Yin und Yang. Genau. Und wie Karma. Weil nur in der Nähe von verseuchtem Gebiet kann ein Neuland sein. Verstehst du? Es gibt nämlich Gut und Böse und so. Und wenn du so viel Gutes wie im Neuland hast, dann kannst du halt nicht. Oh, hier sind so Enderman-Ritter. Oh, nee, oh, shit. Vorsicht. Warte. Die kommen auch. Warte, ich glaube, die sind böse. Warte. Ender-Golems. Die sind böse, die kommen. Okay, nee, renn weg. Aber das ist lustig anzuschauen. Oh, nee, renn weg. Die sind zu stark und die treffen dich. Nee, komm nicht zu mir. Komm mit mir. Oh, nee. Alter, in der Höhle, hier sind 1000 Enderman. Fuck. Hier. Holy shit. Guck dir mal in die Höhle rein. Nee, komm mit. Es wird langsam dunkel, wir müssen uns beeilen. Ja. Wie weit ist es denn noch? Es sind nur noch wenige 100 Meter. Komm. Ja, alles klar, bis dahin. Nein. Er fängt wieder an. Nein, gar nicht wahr. Hör wieder auf. So. Hier die Schlucht drüber, nicht runterfallen. Nee, pass auf. Jetzt wärst du so runtergefallen, tot. Oh Gott, wir sind bald da. Oh, ich sehe schon diese riesigen Bäume im Horizont. Ja? Ich weiß nicht, ob du so weit sehen kannst, aber... Doch, so langsam. Aber bei mir war es irgendwie viel langsamer auch heute. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist so. Oh. Macht mich traurig. Oh. Wir sind fast da. Wir sind fast perfekt. Da. Oh, glaub mir, das sind Wasserfälle. Ja. Das ist eine tropische Landschaft. Und das Oha, was ist denn da hinten da los? Wo ist das überall Weizen? Das ist überall Weizen. Das sind so wilde Weizenfelder. Kann man das essen? Das weiß ich noch nicht genau. Das müssen wir auch in Erfahrung bringen. Vielleicht ist das Vollkorn. Nee. Das ist auf jeden Fall so Wildweizen. Vielleicht kann man damit auch was machen. Ich weiß nicht. Ey. Alles ist Vollkorn am Anfang. Okay. Ja. Alles ist Vollkorn. Der Mensch ist Vollkorn am Anfang. Nein, es gibt keine Vollkornpflanze oder irgendwas. Es ist nur halt. Alter, das ist richtig krass, wie viele ist. Ja, es sieht richtig geil aus, ne? So, ja, aber jetzt kommen erst. Richtig cool. Komm mit da vorne zu diesem tropischen Biom. Ja, okay. Weil da wird es zauberhaft. Warte. Guck mal, wie schön das ist. Selfie. Direkt Instagram. Au. Sind mich an die Longboard-Tour, als wir die Fotos... Hier ist ein kleiner Zombie. Ja, ein kleiner halt auch nur. Es erinnert mich voll an die Longboard-Tour, als wir die Fotos im Sonnenblumenfeld gemacht haben, weißt du noch? Den, aber dir ist auch ein Zombie. Das war auf der Fahrt. Ja, ist mir doch... Ja. Juckt mich nicht. Komm doch jetzt mit. Schnell. Pass auf, hier. Oh, schön, oder? Ich sag nur ein Sprichwort, Dena. Ja? Ein Bett im Kornfeld. Sprichwort! Ist ja kein Sprichwort! Doch! Leg dieses Kornfeld, weil es ist dunkel. Du hast es kaputt gemacht! Nein, es ist ein Bett im Kornfeld, komm. Ah, okay. Oh, das ist. Ja, ist stark, ne? Ist stark, muss ich sagen! Ist stark! Ein Bett im Kornfeld! Das ist immer frei und jetzt ist Sommer. Ja, was ist schön dabei? Komm jetzt weiter. Ja. Komm jetzt los. Ich hab extra zwei Betten mitgenommen, damit ich diesen Joke richtig bringen kann. Gut. Ja, der war stark. Komm jetzt. So. Und jetzt hier lang. Ich hab hier eine provisorische Brücke. Komm schnell. Okay. Ja. Wir müssen hier hoch. Ich hoffe sehr für dich, dass das nicht mehr weit ist. Weil meine Beine werden schlapp. Ich bin dieses lange Gehen nicht mehr. Wow! Oh, hab ich wieder. Alter, shit. Der war krass von der Seite. Ey. Der war ein Swagger. Schwierig. So. Moment. Erdnüsse habe ich gefunden. Moment. Ja. Okay. So, hier. Boah, das sieht ja schon krass aus. Ja, es wird aber immer schöner. Glaub mir, das ist das wahre Neuland. Das sieht echt gerade richtig. Plötzlich ist das alles schön. Ja. Ich hab nicht so viel. Jetzt bin ich echt kurz ein bisschen geflasht gewesen, weil ich dachte, du zeigst mir nur so Scheiße, aber es ist echt gerade ein bisschen. So, wir gehen jetzt hier. Nett hier. Eine kleine Treppe hoch, weil wir wollen ja auch unser wunderschönes Biom. Ich weiß jetzt schon, es wird wie auf der Longboard-Tour. Immer wenn ich bei Longboard-Tour gesagt habe, boah, richtig schöne Landschaft hier und es war auch immer schön,
Ich kann überall in den Kommentaren, ja, ich wohne hier, ich sehe das jeden Tag, so besonders ist es auch nicht. Lol, tschüss. Jedes Mal. Und wahrscheinlich steht dann hier auch jetzt in den Kommentaren, ja, ich also in meiner Minecraft-Welt sieht es überall so aus. Komm hoch, komm tschüss. Hoch. Komm. Bin schon da. Nicht mehr guck da. Guck dir das an. Ja? Wasserfälle. Okay. Wasserfälle, Bäume, gigantische Berge. Und das hier unter echt? Uns ist ein Dschungeltempel. Wo? Hier, direkt unter uns. Oh, krass. Ja. Aber den habe ich schon geplündert, als ich das letzte Mal da war. Okay. Da ist nichts mehr drin. Aber, das hier ist das Tal. Aber der ist echt nicht schlecht, weil da könnte man... Direkt ein Haus reinbauen und so, ne? Ja, könnte man eigentlich machen. Auch, man könnte auch hier diesen riesen Baum, der da an dem Wasser ist, den kann man auch besiedeln, weil... Stimmt, das ist eigentlich noch cooler. Ja, so Baumhaus, ne? Das ist dann so ein richtig fettes Baumhaus reinbauen. Da kann man so ein bisschen nach unten so Glas reinbauen, dass man so nach unten schauen kann und alles. Ja, also es gibt hier noch mehr große Bäume, aber der ist der stärkste. Ja, das ist auf jeden Fall, guck mal hier. Ist richtig fett, Leute. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare reinschreiben, wo wir hier uns besiedeln können. Das ist das neue Neuland. Ihr wisst ja, wegen diesem, es war der Meteorit, Leute, wegen dem wir hier umziehen mussten. Aber ich denke mal, wir haben hier eine gute Alternative gefunden, wo es hier weitergehen kann. Ich hoffe, ihr freut euch, dass es trotzdem irgendwie weitergeht mit Neuland. Wir geben unser Bestes, dass wir hier normal weitermachen können. Für alle, die es nicht wissen, Neuland ist das Projekt von Simon und mir. Das kommt jeden zweiten Tag, aber immer abwechselnd. Sprich, die nächste Folge ist bei Simon morgen, also schaut auf seinen Kanal vorbei. Genau. Link ist unten in der Beschreibung. Übermorgen wieder bei Dena, dann danach wieder bei mir. Jeden Tag abwechselnd. Also es gibt jeden Tag eine Folge, aber immer abwechselnd. Genau, deshalb schaut da auf jeden Fall vorbei, nicht vergessen, und schreibt uns schön rein in die Kommentare, wo wir uns hier hin zielen können. Und wenn ihr euch freut, dass Neuland endlich weitergeht, drückt den Daumen nach oben und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.